An diesem Nachmittag kommt er, mit reichlich Verspätung zwar, aber immerhin, er kommt. Otto Rehhagel hat akzeptiert, dass Basler sein Training selbst dosiert. Wer mehr Tore schießt, darf auch mehr Freiheiten genießen. Würde Basler als Trainer eigentlich so einen Typen wie sich im Team haben wollen? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Trainer bin, dann werde ich genauso ein Trainingsprogramm eigentlich machen, wie ich mir das auch vorstelle, selbst als Spieler so mal Spielchen zu machen und oder ganz wenig laufen, weil das mache ich ganz ungern laufen und so könnte ich mir das eigentlich vorstellen. Wer würde nicht gern mit ihm tauschen? Geld, Erfolg, Karriere. In Stuttgart tauschte einer seine Lederjacke gegen Marios verschwitztes Trikot. Basler braucht Zuckerbrot und Peitsche. Er ist sensibel, aber auch gnadenlos. Ich glaube, ich sag mal so, Streicheleinheiten, glaube ich, die braucht jeder. Genauso wie die Trainer auch oder mancher Trainer schon gesagt hat, dem Mario muss man öfters mal in den Arsch treten. Ich glaube, das gehört beides dazu. Dank Baslers Trefferquote haben die Werderaner viel Spaß als Tabellenführer. Es gab Zeiten, da hätte Otto Rehhagel Herzogshund nicht beim Training geduldet. Aber Erfolg macht eben launig und locker. Mario Basler genießt das wie kein Zweiter. Und er ist selbstbewusst wie kein Zweiter. Den Meistertitel holt Werder im Sauseschritt, meint er. Ich glaube nicht, dass wir da aufs letzte Spiel warten müssen. Wir werden jetzt am Wochenende, sag ich mal, mit 3 Punkten in Führung gehen. Ja. Dann fahren wir nach Schalke, hauen die weg. Und dann machen wir gegen Karlsruhe alles klar. Da haben wir 3 Punkte Vorsprung. Ja. Dann passiert nichts mehr. Otto Rehhagel wird ihm fehlen, genau wie Andi Herzog. Aber Bremen bekommt nicht nur einen neuen Trainer, auch einen neuen Bürgermeister. Basler ist das egal, er hat am Sonntag nicht gewählt. Mit Politik hat er nichts am Hut. Ist doch eh alles eine Soße, sagt er, und hätte doch gerne mehr zu sagen. Ich kann sowieso keinen Einfluss drauf nehmen und die machen alle sowieso, was sie wollen. Wenn sie auf mich hören würden, dann würde ich meine Stimme abgeben, da würde ich auch einiges ändern. Keiner verdient so viel Aufmerksamkeit und Rummel wie Mario Basler. Denn ohne ihn wäre es viel langweiliger in der Bundesliga.